So, 3, 2, 1, wir sind gerade mitten im Kampf. Gegen ein Riesenvieh. Irgendeine Konstruktion. Aha, in Ordnung. Korporal. So. Wow, wow, wow. Ja, also, der macht schon mal bösen Schaden, aber alles noch im vertretbaren Bereich. So, und K.O. Tiaras Atem. Was zum Geier war das? Das muss ein Stahlwächter gewesen sein. Eines von vielen Wesen, die die Former geschaffen haben, um ihre Städte sicher zu halten. Ja, ein riesiges, laufendes Stück Stahl mit einem blutigen Morgenstern hat sicher dabei geholfen, die Gemüter der Bürger zu beruhigen. Wie auch immer. Jetzt ist es tot und der Weg ist frei. Finden wir heraus, was sich hinter dieser Türe verbirgt. So, alles nehmen. Oh. Meiner was vergessen? So. Mal gucken, skillen wir gleich noch. Attributpunkte, Konstitution. Oder? Irgendwas wollte ich doch immer anlegen und konnte es nicht. Konstitution. Was war es bei den Waffen? Waffen war, glaube ich, kein Thema, oder? Nein. Gut, dann machen wir hier Konstitution. Und den Punkt heben wir uns mal noch auf. Die Kollegin, die braucht, glaube, du hast jetzt einen Bogen. 5, 4. Kritische Chance 13, 12. Motorattackschaden. 10. Komm, wir geben dir mal den. Dö. Und Konstitution packen auch mal was hoch. Und der Kollege, der hat Geschicklichkeit, Konstitution. Intelligenz. Geschicklichkeit. Stärke. Und wir geben dir mal noch eins davon. So. Weiter im Text. Betrete den Nexus. Rein da. Nexus oder nicht? Fakt ist, dass von diesem Gebäude eine gewaltige Energie ausgeht. Etwas beunruhigend, um ehrlich zu sein. Also, Taha, wollen wir? Ja. Oder sehen wir uns hier noch ein bisschen um? Boah. Komm, gute Idee, ja. Wir gehen rein. Bleiben wir einfach achtsam. Wir haben keine Ahnung, was uns da drin erwartet. So. Die steinernen Türen fallen hinter euch zu, während ihr durch den überwucherten Bogen tretet und Stille euch umgibt. Dann spürt ihr eine Präsenz, eine Macht, lange vergessen, die auf jemanden oder etwas wartet, um sie aus dem Schlummer zu erwecken. Der Nexus ist nah. Gut. Unglaublich. Das ist also das Nexus? Die oberen Ebenen. Wir werden tiefer hinabsteigen müssen, um das Herz zu finden. Los, kommt. Ja. So, erstmal hier vor, wieder an den Götterstein.
Gottstein. So. Laufen wir einfach mal gerade hoch. Salala. Wow, wow, wow. Gehen wir es an. Nexus Fight. Bleib stehen. Warum muss das alles hier so pink sein? Hopp und peng. Tempelgolem Kern. Ist das jetzt gut oder nicht? So, laufen wir außen rum. Flubber, flubber. Oh, eine große Anlage hier. Ich werde euch beschützen. Das wird ein Kampf. Feuer frei. Immer das Gleiche mit euch. Wo geht's hier lang? Ah! Hoch, runter, hoch, runter. Sicher doch. Noch so ein Goldstein. In Ordnung. Da ist was. Wow, wow, wow. Da lang? Hier gibt's ja mal richtig fette Beute. Sicher doch. Nein, hier geht's nicht weiter. Mist. Sicher doch. Von wegen sicher doch. Siehst doch, hier geht's nicht weiter, Mädel. Alles klar. Oh. Angriff! Das Ding ist riesig. Zack. Eiskugel. Und Teil eines Eisgolems. Und noch ein bisschen Schnickschnack. Verstanden. Gut, warum nicht? Das ganze Kameragampel hier. Oh. Das ist einfach nur grausam. Mhm. Hopp. Nein, nein, nein. Abbrechen. Hier lang. Na, sieh mal einer an. Was gibt's hier Schönes?
Tür. Verstanden. In Ordnung. Ein Golem. Achtet auf eure Verteidigung. Mergekämpfer? Nimmt das denn nie ein Ende? Komm drauf. Volle Kanne. Hilfe! Bitte! Du kriegst das Schild. Und wir hauen um. Golem. Effekt dauert 30 Sekunden, na komm. Diese beschissenen Mauern. Hier ist nichts, da ist nichts. Jetzt machen wir da so ein Gottesstein. Da drüben hin? Gut. Gut. Doch, hier ist eine Truhe. Öffnen. Ein Stück Titan. Gut. So, jetzt aber. Auf nach irgendwo. Finde den Nexus. Auf zum Nexus. Tote Matador. So, bestätigen. Bis zum heutigen Tage sind die magischen und technologischen Errungenschaften der Former unübertroffen. Eines ist gewiss: Keines ihrer Wunderwerke wäre ohne eine unermessliche Menge an Magie möglich gewesen. Laut Iskrim habt ihr sie gefunden. Die Energiequelle der Former. Den Kern des Nexus. Gut. Wow, 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 wow. Wie sieht denn das aus? Schick. Abfrischen. Willst du in die Richtung? Klingt gut. Oh, scheiße. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh ja. Und ich dachte schon, es könnte nicht noch beeindruckender werden. Dann hatten wir wohl Glück. Ist das dein Nexus? Ja, wir haben das Herz Molandiers gefunden. So, wie ich bereits sagte, wenn es in dieser Stadt irgendetwas über den Blutbrand zu finden gibt, dann hier. Seht ihr diese gewaltige Säule im Zentrum? Das ist die Quelle, von der die Former die Energie für ihre Magie bezogen haben. Über sie haben sie miteinander kommuniziert, in ihr haben sie Wissen gespeichert und mit ihrer Kraft haben sie Dinge geschaffen und die Stadt betrieben, wenn man es so nennen kann. Also ist das eine Art Archiv. Wissen gespeichert? Also ist das hier eine Art Archiv? Nun, nicht im herkömmlichen Sinne. Ich bezweifle, dass ihr hier eine Menge Bücher finden werdet. Aber seht ihr diese Glyphen an den Wänden? Ich glaube, dass sie die Form ändern können und so das Wissen der Former speichern. Aber wir werden es herausfinden. Diese Energie, was ist sie? Verstehe.
Und was genau war das für eine Energie, die Sie hier drin gebündelt haben? Tja, das ist eines der größten Mysterien der Forma. Und es gibt etliche Theorien und wenige Fakten. Aber am wahrscheinlichsten ist es, dass es eine Art Weltessenz war. Die, die auch wir Magier verwenden, um Magie zu wirken. Weltessenz? Wenn so etwas existiert, warum habe ich dann noch nie davon gehört? Wie ich schon sagte, es ist nur eine von vielen Theorien. Vielleicht liege ich auch falsch. So. Was haben Sie kreiert? Was haben Sie geschaffen? Nur Kreaturen wie diesen Stahlwächter? Nein, auch Gegenstände, aber nur einige wenige Erlesene. Wie zum Beispiel die Runen, die wir bei den Geistern gefunden haben. Nur den fähigsten ihrer Handwerker war es erlaubt, an diesem Altar da drüben zu arbeiten. Ein Saklar zu sein, ein Runenschmied, war eine große Ehre. Und nur Angehörige der Priesterkaste kamen dafür überhaupt erst in Frage. Gut, also... Sagtet ihr kommunizieren? Habt ihr eben gesagt, dass die Former diesen Ort nutzen, um miteinander zu kommunizieren? Ja, anscheinend waren manche Former dazu in der Lage, alleine über ihre Gedanken miteinander zu kommunizieren. Stimmt, das habe ich schon einmal gehört. Aber was hat dieser Nexus damit zu tun? Nun, ihre Telepathie war keine angeborene Begabung, sondern etwas, das die höheren Kasten sich aneigneten, indem sie ihre Geister mit dieser Säule vereinten. Das ist auch ein weiterer Grund, warum ihr Imperium so überlegen war. Die Elite der Former benötigte keine Kuriere, um miteinander zu kommunizieren. Sie waren verbunden. Verbunden. Und ihr seid euch sicher, dass das nicht nur ein Gerücht ist? Viele Gelehrte idealisieren die Former. Nicht nur die Former selbst, sondern auch die Rassen, die sie bekämpften, haben davon erzählt. Und manche sprachen von ihnen, als wären sie Halbgötter. Klingt ziemlich sinnvoll. Ich hätte ein ungutes Gefühl dabei. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es finden würde, wenn jemand in der Lage wäre, meine Gedanken zu lesen. Und sei es ein Verbündeter. Naja, ich denke nicht, dass die Verbindung zum Nexus automatisch bedeutete, dass jeder, der auch verbunden war, in euren Geist blicken konnte. Das Ganze war vermutlich um einiges komplexer. Wie auch immer, ich schlage vor, dass wir uns umsehen. Vielleicht finden wir hier drin irgendetwas, das uns weiterhilft. Na gut, dann... Was ist? Schauen wir hier hoch. Schauen wir uns Nihals Hammer. Könnt ihr das spüren? Ja, Energie. Scheint, als habe der Nexus immer noch welche gespeichert. Ja, und was ist das? Sieht aus wie eine Art Amboss. Vielleicht ist das der Ort, an dem die Former ihre Kreationen gefertigt haben. Gut möglich. Wir... wartet. Wie wär's mit einem kleinen Experiment? Jawohl! Diese Rune, die Lekane euch gegeben hat. Könnte ich sie mir für einen Moment ausleihen? Wozu? Wie ich sagte, für ein kleines Experiment. Diese Scherben, die wir draußen bei den Geistern gefunden haben... Ich glaube, man könnte sie mit unserer Rune kombinieren. Das könnte gefährlich sein. Lieber nicht. Wir haben keine Ahnung, womit wir da rumspielen. Ach, Corporal, bitte. Vertraut mir einfach. Ich habe schon zuvor mit Former-Artefakten gearbeitet und weiß, was ich tue. Na gut. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Danke euch. Das ist schon mal interessant. Was? Die Runen. Sie ähneln sich. Also hat uns Lakaien eine Former-Rune gegeben? Gut möglich, ja. Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Er schien sie für ein Geschenk Aonirs zu halten. Interessant. Ich persönlich habe meine Zweifel, dass Aonir seinen Anhängern Geschenke zukommen lässt, aber wie man anhand der Göttersteine, die überall in der Stadt verteilt sind, sehen kann, hat er in der Religion der Former auch eine Rolle gespielt. In anderen Worten, sie könnte beides sein. Eine Former-Rune und ein Geschenk des Allvaters. Immer noch sicher, dass ihr damit rumexperimentieren wollt? Ganz sicher. Es könnte eine Weile dauern, aber ich würde vorschlagen, ihr seht euch in der Zwischenzeit ein wenig um. Gerne. Dann sind wir zumindest außerhalb des Explosionsradius. Sehr witzig. Gut. Scheiße. Jetzt sind wir nur noch zu zweit.
Mist, Mist, Mist. So, Kollege, was geht? Hm? Echt. Erkunde den Nexus. Hm. Oh, diese blöden hohen Wände. So, dann mache ich. Okay, Pause. Ich sag tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.